Grüßt euch, bei mir sitzt der Markus. Servus, Markus. Habe ich, servus. Markus, wir suchen jetzt deine Traumfrau, oder? Ja, da war ich dabei. Da warst du dabei. Okay, dazu würde ich gerne erst einmal was von dir wissen. Magst du ein bisschen was erzählen? Ja, wie gesagt, ich bin der Markus, bin 22 Jahre alt, komme aus dem Ort Dengling. Das ist ein kleines Dorf im Landkreis Regensburg. Aber ab September ziehe ich dann auf Deckendorf, weil es mich da zum Studieren abgezogen. Okay, und was studierst? Maschinenbau. Maschinenbau, also du bist ja nicht mit Zahlen umgekommen? Ja, eigentlich schon. Okay. Markus, wie würdest du selber beschreiben vom Charakter her? Ja, vom Charakter her, ich bin auf jeden Fall ein lustiger und gemütlicher Bursch. Manchmal vielleicht, wenn mich was aufregt, kann ich manchmal auch ein bisschen grantig werden. Aber im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zielstrebig. Wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich das auch meistens. Okay, und jetzt nehmen wir uns vor, dass wir eine Frau für dich finden. Jawohl. Dann schaffen wir das auch. Wie stellst du deine Traumfrau vor? Ja, also Optik ist jetzt eigentlich zweitrangig, solange es nicht bloß Haut und Knochen ist. Aber ich muss halt einen guten Charakter haben, auch gemütlich und lustig. Man muss einen Spaß verstehen. Mit einer Spaßbremse kann ich nichts anfangen. Okay. Ja. Also eine lustige, humorvolle. Auf jeden Fall, ja. Ja, und wenn wir jetzt deine Traumfrau gefunden haben, wird er dann bei dir das erste Date ausschauen? Ja, da ich würde jetzt ins Kino einladen und nachher dann noch gemütlich in der Bar gehen, noch einen Cocktail trinken oder ein halbes Bier, je nachdem, was ihr halt schmeckt. Würdest du es aushalten am Abend? Auf jeden Fall. Okay. Markus, jetzt noch eine Frage. Gibt es irgendwas an Frauen, was du sagst, das darf mich stören, das darf ich nicht backen? Also, sie darf auf keinen Fall arrogant sein. Also, auch bodenständig bleiben. Okay. Und aber schon auch wissen, was sie will. Also auch zielstrebig. Ja, auf jeden Fall. Okay, super. Das war jetzt der Markus. Wenn ihr bodenständig seid und Interesse an Markus habt, dann meldet euch bei ihm. Für euch.